Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Wortvorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt die manuelle Plane an, oder das manuelle Plane-Skript. Version 1.0, das Ganze kommt von DDMod-Passion, gibt es, weil Skript logischerweise nur für PC und Mac einmal aktivieren und ihr habt es dementsprechend drin. Nun, das ist relativ simpel, das gab es auch schon im 19er, jetzt hier im 22er mit rein. Wie es der Name ja schon sagt, manuelle Plane. Ihr könnt die Plane an Trailern hinten dran manuell zu Fuß öffnen und schließen. Normalerweise geht das ja nur, wenn ihr im Traktor drin sitzt und dann halt mit der Taste N. Sofern ihr eine Plane oben dran habt, könnt ihr das Ganze öffnen und schließen. Das Skript erweitert das Ganze einfach, indem ihr, wenn ihr zu Fuß an den Trailer geht, der eine Plane hat, hier im F1-Menü seht ihr dann N. Und dann könnt ihr das öffnen und schließen. Könnt in den Tastatureinstellungen, wenn mich nicht alles täuscht, die Taste gegebenenfalls auch noch ändern. Aber ja, ihr kommt halt hier dran, könnt N drücken und macht das Ding hier auf und zu. Mehr ist es nicht, ne? Das ist es halt einfach. Und ist vielleicht für den einen oder anderen sehr, sehr nützlich. Gerade die so hardcore-realistisch spielen. Sicherlich, ne? Weil man kann ja auch in der Realität die Plane so öffnen. Oder muss sie ja eher gesagt sogar so öffnen. Ne? Deswegen. Also von daher, da schon mal auf jeden Fall eine nette Sache. Das Skript schreibt sich automatisch in alle Trailer und was es halt in dem Sinne gibt, rein, was eine Plane hat. Also sprich, ihr braucht dafür nichts Spezielles an Mods oder ihr müsst das nirgendwo eintragen, sondern das ist halt einfach im Spiel drin und das war's. Geht im Singleplayer logischerweise, hier bin ich, und im Multiplayer auch. Ist mit 16 Kilobyte auch sehr, sehr klein und macht, wie gesagt, auch synchronisationstechnisch gesehen gar keine Mucken. Hat im Vorgänger, also sprich im 19er, auch einwandfrei funktioniert. Braucht da echt keine Platte zu machen. Log ist selbstverständlich in dem Falle auch mit sauber. Ja, und somit ist es so ein kleines Hilfsskript, nenne ich es jetzt einfach mal, für die Leute, die es brauchen oder unbedingt wollen. Ne? Für den Rest ist es entweder nice to have oder könnt ihr ignorieren. Eins von beiden. Ja, und mehr gibt es dazu auch gar nicht mehr zu sagen, ne? So klein, so süß, so ist es. Download-Link inklusive Bewertung in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.